Hallo Freunde, wir möchten euch gerne ein bisschen teilhaben lassen an der Wiederauferstehung von etwas ganz Besonderem. Und zwar von dem Eigenbaubeiwagen 113. Eine kleine Einführung in die Thematik möchte ich euch nun geben. 4 Jahre nach der Eröffnung führte man in Schöneiche schon 1914 den elektrischen Betrieb ein. Lange Zeit bewältigten die vierachsigen Überlandwagen, welche von 1914 bis in die späten 1920er Jahre gebaut wurden, die Hauptlast des Personenverkehrs. In den 60er Jahren waren diese Wagen bereits stark veraltert und einem hohen Verschleiß unterlegen. An Neufahrzeugen war aufgrund der betrieblichen Konstruktion nicht zu denken und auch sonst stand der Weiterbetrieb nicht nur einmal auf der Kippe. Nun beschloss der kleine Betrieb, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und neue Straßenbahnen zu bauen. Die Leistung ist wirklich beachtlich, waren die Mittel doch stark beschränkt. Gebaut wurden insgesamt 5 Triebwagen und 3 Beiwagen. Als letzter dieser ganzen Serie erblickte der Beiwagen 113 1974 das Licht der Welt. Geplant waren noch 2 weitere Wagen, aber zu denen kam es nicht. Zur Indienststellung war, wie auf diesem Bild zu sehen, der Wagen noch blau lackiert. Zur ersten Hauptuntersuchung 1982 erhielt er dann auch cremeweiß mit roter Bauchbinde. Zu erkennen war der Wagen 113 aber immer an 2 Besonderheiten. Zum einen besaß er als einziger auf beiden Seiten Türen. Zum anderen wurde bei diesem Wagen nicht nur der Wagenkasten neu gebaut, sondern auch die Drehgestelle. Bei allen anderen Wagen, auch den Triebwagen, wurden immer alte Drehgestelle mit Blattfedern verwendet. Beim 113 waren nur noch die Achsen alt. Anstelle der harten Blattfedern wurden Spiralfedern verwendet. Dadurch erhielt der Wagen eine ganz besondere Federungseigenschaft und auch Fahrgefühl und war dadurch bei den Fahrgästen sehr beliebt. Zur Wendezeit wurde der Wagen abgestellt und fristete lange Zeit ein trauriges Dasein. Die Begründung der Abstellung war der Bruch eines Wiegebalkens. Ob das berechtigt war, das seht ihr im nächsten Video mit vielen bewegten Bildern. 2023 befand sich der Wagen in keinem guten Zustand. Durch das defekte Dach drang viel Wasser ein, welches erhebliche Schäden anrichtete. Ein paar Freunde der Straßenbahn konnten diesen Anblick nicht länger ertragen und begannen mit der Aufarbeitung. Und inzwischen gibt es schon einen sehr ansehnlichen Zwischenstand. Also dann, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Bleibt gespannt!